So, auf dem Weg zum Ziel, ne? Wir sind gleich da. Ah, 6,5 Kilometer. Cool. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, heute geht es natürlich um das hier hinter mir, den eCannonball 2021, der am vergangenen Wochenende stattgefunden hat und wo wir auch teilgenommen haben. Und weil das doch ein ziemlich langes Video werden würde, mache ich das Ganze in 3 Teilen und heute fangen wir an mit dem Parc Fermé. Ja, was ist der Parc Fermé? Da werden die Fahrzeuge, die teilnehmenden Fahrzeuge und die Teams vorgestellt. Das heißt, sie stehen alle auf dem Parkplatz. Und jeder kann sich die Autos ansehen, kann sich da ein paar Informationen holen und vor allem werden auch die Fahrzeuge vorbereitet, denn es gibt gleich zu Anfang erstmal ordentlich Material, nämlich die ganzen Aufkleber, die aufs Fahrzeug aufgebracht werden müssen, natürlich alles nach Vorgabe, wie das denn so schön aussehen soll. Und das seht ihr auch alles in diesem Video. Und ja, Parc Fermé, beziehungsweise das Teilnehmerfeld, das war wirklich sehr breit gefächert, was die Fahrzeuge anbelangt. Da ist wirklich eine sehr große Vielfalt bei gewesen. Und so gibt es halt beispielsweise auch wieder den Umbau des 66er Ford Mustang. Der hat ja letztes Jahr auch schon mitgemacht in der Hero-Klasse. Oder aber auch ein VW Touran, der mit Nissan Leaf-Technik fuhr. Auch total interessant, also ein VW mit Chademo-Stecker beispielsweise oder Anschluss vielmehr. Natürlich war jetzt auch noch etwas bekannteres bei, nämlich der von Opel, vom Opelwerk selbst, liebevoll restauriert und auf Elektro umgerüstete Opel Manta GSE. Der war auch mit am Start, genauso wie von der Uni Bochum das Bosolar Car. Das ist ein Solarauto gewesen, was natürlich, ja, so ein bisschen könnte man auch sagen, außerhalb der Konkurrenz gefahren ist, weil so wenig wie die verbraucht haben, hat kein anderes Auto geschafft. Das geht einfach nicht. Aber es ist ja auch extra dafür, ja, entwickelt worden. Des Weiteren gab es noch einen Exoten, nämlich den einzigen in Deutschland zugelassenen, wie nennt sich das, homologisierten Elaris Beo. Das ist ein wunderschönes SUV, also mir hat er sehr gut gefallen. Also innen drin habe ich auch ein tolles Video drüber gebracht, seht ihr hier auch noch. Wirklich sehr hochwertig gemacht und der Importeur ist gleichzeitig auch mit beschäftigt, das Fahrzeug für den deutschen oder europäischen Markt fähig zu machen und so ist das halt mehr oder weniger noch ein Prototyp. Leider vorweg gesagt, das Auto ist leider nicht am Ziel angekommen, die haben sich wohl beim ersten Ladeversuch das Batteriemanagementsystem zerschossen. Leider, ich fand das Auto wirklich sehr, sehr schön. Und fand schade, dass es ausgefallen ist, weil es ist sozusagen gleich zu sehen wie der Iris U5, mit dem wir gefahren sind. Sie sind wirklich sehr beide sehr identisch gewesen. Nur halt, dass der Elaris halt 10 Kilowattstunden mehr Akkuleistung hat. Aber ansonsten die Motordaten, alle sind sie gleich. Auch die Abmessung der Karosserie, der Elaris ist ein bisschen wuchtiger, ein bisschen größer. Der Iris ist ein bisschen aerodynamischer gestylt, finde ich. Und ja, schade, man hätte die wunderbar miteinander vergleichen können. Das hat leider nicht funktioniert. Ansonsten war halt auch eine Vielzahl von Alltagsfahrzeugen zu sehen, also die wir jeden Tag auf unseren Straßen sehen, wie Renault Zoe oder Mini Cooper. Und was hatten wir noch? Ein Honda E war dabei. Oder auch die bekannten Fahrzeuge wie Hyundai Ioniq beispielsweise. Was nicht dabei war, komischerweise habe ich so ein bisschen vermisst, war ein Nissan Leaf beispielsweise. Ja, was war noch dabei? Auch so die Neuheitenfahrzeuge wie der Hyundai Ioniq 5 oder aber das Tesla Model Y war auch schon dabei. Oder halt auch ein MG ZS EV, der auf dem deutschen Markt noch recht neu ist. Und man sieht ihn auch sehr selten auf den Straßen fahren. Was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, weil es wirklich ein tolles Auto ist. Ja, und am Abend ging es dann noch nach Dabendorf in die Sporthalle. Da fand noch ein kleines Abendessen statt, wobei klein. Und seht selber, was ich da aufgenommen habe.
Das ist wirklich recht pompös gewesen, sage ich mal. Alleine nur von der Lichtgestaltung hat das Ganze so dermaßen aufgewertet. Also Daumen hoch meinerseits an die Veranstalter. Da habt ihr wirklich was richtig klasse gemacht und ist wirklich sehr gut rübergekommen. Ja, und von dieser ganzen Veranstaltung gibt es auch immer noch ein paar Livestreams, die ihr auch auf den Kanal von Daniel Weishaupt sehen könnt. Mit denen hatte ich eine Live-Schaltung gehabt, beziehungsweise waren drei Stück, wenn ich mich nicht ganz irre. Die vierte ging leider in die Hose. Technische Probleme nennt man das ja heutzutage. Aber ansonsten, ich werde hier so ein bisschen was verknüpfen mit einblenden und das ganze Interview könnt ihr dann auf Daniel Weishaupts Kanal sehen. Da werde ich dann auch die entsprechenden Videos verlinken. Ja, ansonsten ging es dann halt am nächsten Morgen, am Samstag, es war ja dann der 25. September, ging es um 6.30 Uhr los für die ersten Teilnehmer, die gestartet sind, halt die Hero-Klasse. Und die Motorräder waren die ersten gewesen, die losgefahren sind. Ja, und im Zuge dessen sind wir dann auch irgendwann mit dran gewesen in der Gruppe 2. Also vorher fuhr noch die Gruppe 3 los. Ja, alles zusammen waren es halt 73 Fahrzeuge oder 73 Teams in fünf verschiedenen Gruppen. Und ich kann nur sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Also seht selbst, ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit dem ersten Teil vom Parc Fermé. E-Cannonball, wir kommen. Die 34, oh, 34 links. Links. 44. Ja, doch, hier. Oh, der NG ist auch schon da. Das sieht richtig interessant aus. Ey. 32. Hinten am Ende wahrscheinlich. 45. 37, 36, 34, hier. Vorletzte. Der vorletzte hier rechts. Ach, ja, ist Dennis das nicht Wittus, hier? Ne? Dennis Wittus. Genau, mit Stefan Schwung? Nee. So ist er nicht.
Ja, so langsam fühlt es sich hier auf dem Park Fermi.
Ich setze mich mal hinter dich. Ey, das ist ja hier ein Tanzsaal, ne? Aber, naja, der hat schon eine dickere Lade, hier Mittelkonsole, ne? Also ein bisschen stören tut mich das, aber der hat genau das Fach hier unten auf wie der, so, wie der Eiweiß. Ah, ja, irgendwie ist das luftiger, ne? Aber ist ja cool. Nee, ich find den Eiweiß luftiger. Also ich finde, ja, die Mittelkonsole ist hier wuchtiger. Ja, die Mittelkonsole ist auch schon. Oder es täuscht irgendwie, dass der hier irgendwie mehr Rand hat. Also das, weil der hat das Fach hier unten ja auch. Ja, hat er auch. Aber der hat zum Beispiel noch ein Handschuhfach, sondern das, ja, hat der Eiweiß nicht. Okay. Aber man kann es auch nicht aufmachen, wenn man so groß ist wie sie. Oder so lange Beine hat. Nee, also, boah. Also ich muss mal sagen, hier hinten sitzt man gar nicht mal so schlecht. Ja. Also ich finde auch schöne Sicht. Und wir haben hier hinten, oh, das was du nicht hast. Hier gibt's das ist ja auch derselbe Lederstoff, den wir beim Elvis drin haben. Oh ja. Aber hier hat er hier so ein bisschen Klavierlack drin, nicht so viel, und der Rest ist dann halt eben alles. Das sind auch noch mal cool. Ah, ist echt geil hier hinten. Ja, da hat er eine Kaffee auf dem Kopf. Ja. Ja, das mag ich auch, dass das hier gerade ist. Da ist wahrscheinlich doppelter Boden drin. Aber hier, das ist so Chauffeurslimousine, ne? Ja. Der Chef hinten kann den Sitz verstellen. Das ist schon... Weil da ist schon Platz. Ja, hier. Und dann, ne, halt die Kabel muss man natürlich. Was ist das denn? Das hat cool gemacht, ne? Ja, aber diejenigen, die hinten sitzen, da kann jetzt sagen, hier, Chauffeur braucht nicht so viel Platz, oder der Beifahrer, ne, fährt den Sitz ab. Also hier ist echt viel Platz, ne? Das ist hier. Oder dass der Fahrer. Das heißt, er muss den Kabel hier rein. Ja, gut, das könnte auch sein, ja. Aber das gibt's doch beim Ioniq 5 ist das auch so. Da kann man auch von hinten den Sitz nach vorne fahren. Ach. Ja, das ist ja... Aber weißt du, was hier nicht so gut ist in dem Auto? Ja. Du hast hier eine höhere Sitzposition hinten mit, ja, den Knien. Die Knie sind hier mehr angewinkelt als im Eiweiß. Also du meinst, die Sitzbank ist tiefer. Du hast hier keine Auflage für die Oberschenkel. Habe ich hinten noch nicht Eiweiß ausprobiert. Ja. Ich muss ich mal beim Eiweiß ausprobieren, ja. Das war echt geil gemacht hier. Ach, und der hat hier dieses... Aber trotzdem hast du fast genauso viel Platz. Also ich finde, ja, ein bisschen, cool, Stücke mehr Platz hier. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass der Fahrersitz ein bisschen weiter vorne ist. Aber ich finde das Teil gut. Also gut, Lenkrad hat er schon gesagt, kommt noch, ne? Aber eigentlich ist es fast dasselbe. Auch der Dachhimmel ist das gleiche wie beim Elvis, oder? Ja, ist ein bisschen anders. Also ist schon leicht anderer Stil, aber... Ja, auch hier das Glasschiebedach ist das gleiche. Der ist ein bisschen kleiner. Ich finde, das beim Eiweiß ist größer. Das geht weiter. Das geht bis hier hin beim Eiweiß. Aber ist schon geil. Also du sitzt doch hinten. Aber dafür, dass er 10.000 Euro mehr kostet, ist das so ein bisschen. Ja, also Mittelkonsole finde ich. Eine dickere Mittelkonsole. Ja, muss man nicht haben, ne? Aber sieht schon irgendwo ein bisschen hochwertiger aus hier mit diesem. Das ist aber Plastik, ne? Das ist alles Plastik hier, die Knöpfe und sowas. Der Kofferraum hinten. Der ist auch riesig. Ja. Da willst du nicht wieder raus aus dem Auto, lass es. Cooles Gerät. So geil, ne? Ja. Die Gruppenwanderung. Zack, zack. Natürlich. Eieiei, zack, zack. Aber flott. Ja. Gut.
Ja, einen wunderschönen guten Abend hier aus meinem Homeoffice wieder mal. Und ja, ich habe heute eigentlich eine Sondersendung, denn es geht um ein kurzes Interview heute, das ich jetzt gleich euch zeigen werde von Sven Schmolker. Er fährt zusammen mit Kai Ravi Strattmann, Soul Electric Fan, ist ja auch sein Nickname, meistens dann auch im Chat, den kennt er ja auch. Und der Sven Schmolker hat ja auch einen eigenen Internetkanal, also einen YouTube-Kanal, genau, in dem er auch über E-Mobilität natürlich spricht. Und beide fahren im Team Eisbär morgen am 25.09.2021 am E-Cannonball nehmen sie teil und fahren da mit im E-Cannonball mit ihrem Team. Da würde ich sagen, schalten wir doch mal gleich rein und ich zeige euch dann später noch ein paar Bilder, die ich schon bekommen habe vom heutigen Parc Fermé. Also heute ganz live, ganz aktuell. Und jetzt gehen wir mal gleich ins Interview mit dem Sven. So, liebe Zuschauer, also ich habe gerade hier den Sven Schmolke, den kennt ihr ja vielleicht noch von früher, er hat ja auch einen eigenen YouTube-Kanal und er ist mit dem Team Eisbär dabei im E-Cannonball am 25.09. Und da geht es von Berlin nach München, ne? Genau. Sven, wie sieht's aus? Was ist gerade los bei euch? Jetzt gerade Abendveranstaltung? Na, wir haben ja heute Parc Fermé gehabt. Da kannst du ja gleich mal ein paar Bilder einblenden, die ich dir schon rübergeschickt habe. Natürlich. Und jetzt haben wir die Abendveranstaltung. Das heißt, wir haben jetzt hier noch Fahrerbriefing und Abendessen. Und das Ganze zeige ich euch jetzt mal. Das ist hier echt geil gemacht. Also Da fällt einem nichts mehr zu ein. Cool. Das sieht hier richtig geil aus. Das könnte man jetzt auch irgendwie als Weihnachtsdeko gleich hängen lassen und dann für Heiligabend nochmal nehmen oder für die Weihnachtsfeier zu Hause. Okay. Also das ist richtig klasse. Ich kann mich hier mal so drehen, dass ihr was seht. Ja, ja, genau. Wir sehen eine Halle oder einen Saal ist das, ne? Genau, das ist eine Sporthalle hier, die halt für Events mitgenutzt wird. Und das ist also richtig klasse. Also wir können jetzt auch fressen bis zum Abwinken, weil guck mal, was hier hängt. Da hast du gleich die ganzen Geräte an der Wand hängen und da hinten wird wahrscheinlich der Geräteraum sein. Da können wir nachher nochmal reingehen und uns da irgendwie einen Volleyball oder sowas rausholen. Alles abtrainieren. Okay. Das ist alles richtig klasse. Und Buffet gibt es auch, das wird gerade noch aufgebaut. Mhm. Und hier ist eigentlich alles bei, was halt YouTube bekannt ist, sage ich mal, was das mit E-Cannonball zu tun hat. Genau. Ist schon richtig klasse, ja. Also, Prominenz, ne? Die Prominenz. Genau, die Prominenz. Ich bin der Einzige, der hier nicht prominent ist, aber ist voll in Ordnung. Also ich glaube, den Sven Schmolke, den kennt man ja auch. Also der hat ja auch einen Kanal, also von der Seite. Ja. Was? Ja. Also wir hatten heute schon einen mega geilen Auftakt. Vielen, vielen Dank. Ihr seid wirklich der Hammer. Und jetzt würde ich gerne mal einen Beifall haben für euch. Von euch. Kann ich nicht reden mit meiner, der kommt ein bisschen mehr. Also es ist wirklich super gelaufen. Großer Dank geht natürlich hier an unsere Sponsoren. Ohne die können wir euch das, was wir euch heute geboten haben, nicht bieten. Und das, was wir euch morgen bieten, schon mal gar nicht. Eine Batterie drin. So, ja. Yes. Ich soll was von morgen erzählen? Ja. Wie viel darf ich denn erzählen? Das weißt du ganz genau. Morgen wird der Hammer-Hammer-Tag für uns. Los geht's. 6:30 Uhr startet das erste Team. Das wisst ihr nicht? Das ist noch geheim. Start wird euch um 6:29 Uhr mitgeteilt. Nein. Ihr startet vor dem Van der Valk Hotel. Richtig? Und in der Überdachung, wo wir vorhin das Gruppenfoto gemacht haben, unter diesem Dach, da ist morgen früh um 6:30 Uhr der Start für Start Nummer 1.
Start Nummer 1 ist das Bosolarkar der Technischen Hochschule Bochum. Ihr seid Nummer 1 und schreiben als Erste. Und dann geht es einfach immer so weiter, das werdet ihr sehen. Ich erwarte euch alle um 6 Uhr morgens früh unter dem Dach, unter dem wir eben auch das Foto gemacht haben. So, dass um 6.30 Uhr gestartet werden kann. Es wird auch wieder gelivestreamt, natürlich. Das kennt ihr von den letzten Jahren. Ja, wollen wir nicht lange, ihr habt alle Hunger, ne? Wir sind alle müde, ne? Ja. Wir haben noch von der Firma Maingau. Dort rechts. Dort sind blaue Säcke. In diesen blauen Säcken. Das wird gleich die Firma Maingau austeilen. Viel Spaß. Sind eure Ladechips drin. Ihr könnt morgen den ganzen Tag kostenfrei auf die Kosten der Firma Maingau, einer unserer Goldsponsoren, laden. Vielen, vielen Dank. Weil es da noch Fragen gab im Chat und so weiter, der Ladeschip geht nur morgen für den Tag der Wettfahrt. Genau. Und dann möchte ich mich nochmal natürlich bei unserem Hauptsponsor, unserem treuen Hauptsponsor Euronics bedanken. Philipp, kommst du bitte einmal? Ich habe hier für dich einen Charging Rock. Diesen Charging Rock, der sieht so aus, den verteilt man, wenn man an irgendeiner Ladesäule steht, macht ein Foto und macht dann, das Foto lädt es dann hier hoch auf die Website. Und wenn ihr mal so einen Charging Rock findet, dann könnt ihr den mitnehmen und einem anderen Charger wieder hinterlegen. Da gibt es schon eine geile Community und das ist lustig und das ist irgendwie auch schön. Und den gebe ich jetzt Philipp von Euronics. Vielen Dank für eure Hammer-Unterstützung. Dann haben wir noch Naturstrom, hat euch allen auch was mitgebracht, unser Sponsor. Da liegen noch 5 oder 6 Bags. Wer noch keinen Naturstrom-Bag hat, dort drin ist ein Wireless Charger. Don't miss it. Die könnt ihr euch gleich noch abholen. Das sind, glaube ich, 5 oder 6 Teams. Wireless Charger? Schiebung? Bei Mikanikor? Nein, fürs Handy, oder? Ja, das war 2018. Wenn man aufhört. Ja, 2018 war toll. Also das ist ja schon die 4. Veranstaltung. Und die 5. nächstes Jahr wird der Mega-Knaller. Wir haben schon eine super Idee für euch. Der stellt alles und schaffen, was wir überhaupt jemals mit euch vorhatten. Also macht euch schon mal Gedanken, wie gut eure Videos werden und was für tolle Autos ihr an den Start habt. Aber habt ihr Hunger, ne? Habt ihr Hunger? Königs. Ein Fahrradfremden, schön, dass du da bist. Alexander Bloch, unsere Superstars heute. Was jetzt auf der Bühne kommt, das sollte euch gut merken, denn das ist George. Und George ist der Meister der Regeln und auch der Meister der Punkte. Und er hat jetzt noch ein paar wichtige Ergänzungen, die ihr beherzigen solltet, wenn ihr morgen zu guten Ergebnissen kommen wollt. Ja, vielen Dank. Also, ich brauche morgen eure Mitarbeit. Wir wollen ja unser Punktesystem dafür benutzen, dass wir von euch in den einzelnen Gruppen jeweils den Sieger, ersten, zweiten, dritten Platz machen. Ihr habt ja auf der Handstuhl schon die vollen Pokale gesehen, für die es sich lohnt zu arbeiten. Und ich habe euch hier mal einen Ausdruck mitgebracht. So einen ähnlichen Zettel bekommt jeder morgen früh. Hier steht aber nichts drauf, also ihr braucht nicht kommen, den Zettel klauen. Ihr kriegt die Aufgabe erst morgen früh. Hier oben habe ich gelb markiert. Ich möchte gerne, dass ihr dort während der Fahrt die Ladestopps eintragt. Wenn euer Auto das nicht kann, solltet ihr die Kilowattstunden messen oder ablesen die Durchschnittsverbräuche, also den Kilowattstundenverbrauch pro 100 Kilometer. Das lese ich dann in München in eurem Auto ab, ob das stimmt. Und auch die gefahrenen Kilometer möchte ich gerne haben, damit wir dann in dem Punktesystem euch fair bewerten können und eben in der Gesamtsumme gefahrene Kilometer, Durchschnittsverbrauch, Ladestopps plus die ganzen Sonderpunkte, die ihr auf der Strecke noch erwerben könnt, dann zusammenzählen zu können. Die ersten haben ja heute schon Punkte gesammelt und die haben wir schon nach München übermittelt. Und insofern kriegt ihr morgen alle so einen Zettel. Die da hinten können das ja alle nicht sehen. Ich habe hier diese beiden Zettel, die gebe ich jetzt hier gleich mal rum. Die könnt ihr gerne einmal angucken, dass ihr
heute schon mal gesehen hat, was ihr morgen macht, weil ihr seid ja bestimmt ganz aufgeregt, wenn ihr den Zettel aus dem Umschlag holt und guckt, was für eine tolle Aufgabe ihr kriegt. Also ich wünsche euch viel Glück morgen. Wir sehen uns am Start. Das war unser Head Coach oder Head Marshal Dr. Georg Werder, eine große Spezialist. Noch eine Ergänzung zu dem Zettel, das war im letzten Jahr auch so. Es ist natürlich so, wenn der Erste um 6.30 Uhr startet und den Zettel auspackt, dann hat er einen kleinen Wissensvorsprung vor den anderen, die vielleicht um 7 starten. Auf dem Zettel steht ein Embargo drauf, eine Uhrzeit, bis zu der ihr euch nicht über den Zettel äußern dürft. Ich weiß, ihr macht mal in Twitter, Social Media, Instagram, StudiVZ und wo ihr überall seid. Entscheidend ist, dass ihr auf diesen Kanälen bitte nicht vorher über den Inhalt des Zettels spricht, sonst ist es raus und dann haben alle anderen, die Nachricht hatten, einen Wissensvorsprung und können sich darauf vorbereiten, denn sie vielleicht dieselbe Aufgabe haben, vielleicht haben sie auch eine andere. Ich habe keine Ahnung, es wird auf jeden Fall spannend und kommt, let's rock and roll, Essen ist fertig. Dankeschön. Kai Ravi übt schon mal über den Start zu laufen. Und hier schon wieder alle wach sind.